Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Orcs Must Die. In der letzten Folge haben wir den Turm ein bisschen über der Zeit geschafft, aber wir sind zufrieden und widmen uns heute der Bibliothek, denn wir wollen ja schließlich auch mal was lesen. Und, oh, die Schwungkeule, eine so geniale Falle, wie ich finde. Die Falle hat nämlich keine Rücksetzzeiten, wo bin ich jetzt? Sondern, sie schwingt permanent. In der Orden das gesammelte Wissen unserer klügsten Denker aus den letzten 10.000 Jahren hütet. Gucken wir mal. Nein, nichts, was mir nützlich sein könnte. Wir haben zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Das ist so semi-gut. Das Problem ist, ich kann nicht einfach einen Spalt zu machen, glaube ich. In Orcs Must Die 2 ging's, meine ich. Hier leider nicht. Wir haben sonst nur hier ein paar Deckenfallen. Aber auch nur für die eine Seite. Und ich befürchte, sie kommen aus beiden Seiten direkt raus. Das heißt, ja, die Schwefelfallen sind mir persönlich sogar ein bisschen teuer. Und es kommen wieder Läufer. Erstmal eine Waffe mitnehmen. Bogenschützen. Ich weiß persönlich noch gar nicht, ob wir die hier in dem Level groß gebrauchen können. Die Schwungkeule werde ich natürlich auf jeden Fall mal zeigen. Ständig in Bewegung. Genau das ist nämlich das Tolle daran. Was nehmen wir denn noch mit? Na komm, nehmen wir Bogenschützen mit. Die beiden. Ja, wir nehmen mal die Schwefelfalle noch mit. Wir werden sie wahrscheinlich einfach noch nicht so oft platzieren. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die so alle laufen. Beziehungsweise, wo die zuerst kommen. So, können... So, konnte ich die da gerade drunter setzen? Das macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Könnte ich hier... Nee, kann ich nicht. Ich kann hier aber Bodenfallen hinsetzen. Das wird Spuren hinterlassen. Einfach Orks dazugeben und Pyrian. Ja, wobei, nee, das macht nicht so viel Sinn. Das wird Spuren hinterlassen. Setz mal bestellt so hin. Erledigt. Ein dann hier Geschenk ganz für viele. Und für dich auch. Von den Fallen rein nachher. Ich habe aber echt nicht mehr so viel Geld. Das ist uncool. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. So, hier können wir nachher auf jeden Fall mal eine Schwungkeule reinsetzen. Ich glaube, es ist sogar sinnvoller, hier ein bisschen was zu verteidigen. Da ein bisschen was, aber den Hauptteil halt trotzdem hier in der Mitte. Allein schon, weil hier auch wieder ein Kronleuchter hängt. Aber naja, wir gucken mal. Sie kommt zuerst von da, das ist gut. Wir haben hier ja auch die Pechfallen, die wir benutzen können und werden. Das kommt natürlich direkt zu Anfang auch Armbrustschützen. Ich bin trotzdem der bessere Schütze, im Gegensatz zu euch. Ausschalten. Ey, laufen wir hier nicht weg. Genau. Dankeschön. So, nächstes. Ich befürchte, die kommen jetzt aber auch von der anderen Seite. Das wird nicht unbedingt angenehm. Gucken wir mal. Ja, noch kommen sie nur von vorne. Das ist gut. So. Was für eine Sauerei. Ja, die Weberin habe ich jetzt noch nicht angehört, weil ich halt absolut nicht wusste, von wo sie kommen und wie sie kommen und überhaupt. So. Die kriegen wir gut aufgehalten hier. Das ist ja kein Problem. Na komm. Ihr beide sterbt auch noch. Hey. Was
Maul oder was? So, Kopfschuss. Hier entlang bitte, Herr Ork. So. Sieh mal, ob das passt. Nein. Dahin. Und jetzt kommen sie auch von hinten und von vorne und von allen Seiten. Nicht gut. Aber noch kommen sie erstmal nur von hier. Und dahin kommt wahrscheinlich einfach nur ein Ogre jetzt gerade. Oh, ein Feuer-Ogre sogar. Das ist nicht cool. Die halten nämlich mehr aus und den hat Feuer halt nichts an. Und die machen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden als normale Ogre. So. Moment. Da ist wer durchgekommen. Nein, 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 nein. Kommst du nicht? Dankeschön. So, du bist der Einzige, der noch steht. Das heißt, dich knocken wir jetzt auch noch um. Täuben. So. Und mehr Fallen. Oh, das wird lustig. Das letzte, was du je sehen wirst. Etwas Feines für dich. Das letzte, was du je sehen wirst. So, hier werde ich gleich nochmal eine Reihe Dingens reinlegen. Eine Reihe Pech. Hier noch ganz normal und dann hier wieder Pech. Und dann hier jeweils schön die Schwungkeulen drunter setzen. Und von da kommen sie zuerst. Manchmal oh Gott. Brauchen Kinder etwas Disziplin. Na denn, gruselige Stimme in meinem Kopf immer noch gruselig. Vielleicht haut sie ab, wenn ich sie ignoriere. Ja, sprach's und reagierte trotzdem auf sie. Das ist effektiv. So. Töten wir sie. Töten wir sie alle. Moment. Kommt's nicht durch, Junge. Hey, und da hinten auch nicht. Ah, okay, die Schilde halten also auch Feuerbälle auf. Merken. So. Ein kleines Geschenk für dich. Die nächsten, bitte. Ich finde es aber auch angenehm, dass die immer von hier zuerst kommen. Scheinbar. Und wir haben wieder 10 Wellen wie eben. Das ist ja auch sehr entspannt. Wie gesagt, also in Oxmaster 2 gibt es auf jeden Fall ein paar Level, wo man mehr Wellen aushalten muss. Aber ich finde persönlich die meisten Level in Oxmaster 2 relativ einfach. Gibt natürlich immer mal so ein paar Sachen, wo man sich denkt, so, was soll das jetzt? Warum tun die das? Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen weiter hinten reinschießen. Der hängt da, glaube ich, auch sehr bequem. Hey. So. Das wollte ich. Autsch. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein! Okay, das war doof. Nein. Das war kacke. Da sind jetzt sowohl einer durchgekommen, als auch, dass ich gestorben bin. Das sollte nicht passieren. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein, andersrum. So. Hier kommen wieder nur Orks. Okay, jetzt kommen sie aber aus beiden Seiten gleichzeitig. Ich glaube, ich muss mich übergeben. So. Okay, hier müssen wir gar nicht mehr so viel aufhalten immer. Wenn wir da mal die Pechfallen und so aktivieren. Noch ein bisschen verbrannt.
Wunderschön. So, dann können wir mal eben schnell zu Ende bauen. Noch die Wand fallen jeweils. Für mehr Schaden. Einen Moment. Und da sind wir auch schon wieder. Da hat es gerade an der Tür geklopft. Ja, wir haben leider nicht mehr genug für weitere Wandfallen. Ich will aber zumindest an jeder Wand erstmal eine Falle haben. Also für jede Seite eine Wand. Dann würde ich sagen, wie gesagt, Bogenschützen brauchen wir ja eigentlich nicht platzieren, weil außer wir können wir die da oben drauf platzieren. Das wäre natürlich awesome. Das ginge sogar, aber ich glaube nicht, dass die gut von hier schießen können. Deshalb lassen wir das erstmal. Und gucken, dass wir dann nachher die Schwungkeulen schön platzieren. Weg mit den Schilden. Jetzt kommen sie auch wieder erstmal nur hiervon. Das ist ganz angenehm. Einfach mal hinten rein. Und da kommen Läufer. Oh, euch habe ich irgendwie übersehen, Leute. Das tut mir ja schon fast leid. Naja, eigentlich nicht, aber es ist nervig. Nop. Immer schön auf die Karte gucken, nicht, dass da so ein Läufer durchkommt. Weil die echt nervig sind. So. Ich hoffe... Ja, okay, ich kann sie zurückhalten, bis die Pfeilfalle wieder aktiv ist. Oh, verdammt. Voll daneben. Und komm, du bist auch tot. Dankeschön. Münzen einsammeln. So, jetzt können wir mal die Schwungkeule. Ich denke mal, die Verbesserung wird sein, dass die schneller schwingt. Und ihr seht schon, die hält sich dann kurz da und schwingt wieder zurück. Armbrustschützen, die wollen wir natürlich alle loswerden. Bevor die uns wieder töten, so wie eben. So. Und die Schwungkeule zerschmettert die Orks regelrecht. Das ist natürlich immer sehr angenehm. So, von hinten kommt nichts mehr. Das heißt, da können wir jetzt gleich mal eben... Ach, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ich wollte gerade noch eine Flammenwand setzen, aber das sah aber gerade mehr aus, als es schließlich war. So. Die letzte Schwungkeule. Mehr können wir nicht platzieren. Und hier können wir leider keine platzieren. Das ist ein bisschen doof. Und hier können wir generell höchstens nur Bodenfallen platzieren. Schon wieder Armbrustschützen, natürlich. Na verdammt. Jetzt hat gerade schön die Schwungkeule meinen Feuerball aufgehalten. Das ist natürlich nicht so gut. So, ich bräuchte jetzt mal schnell ein bisschen Energie, also ein bisschen Mana. Flammenwand aktivieren. Du kommst nicht durch. Du kommst aber auch nicht durch, mein Freund. So, Du bleibst auch da. Dankeschön. So, dann können wir jetzt mal eben... Das hier... Bringt jetzt auch gerade, glaube ich, echt nicht mehr viel... noch was in die Weberin zu investieren. Können höchstens noch hier ein paar Fallen hinbauen. Das wird sich hübsch an dir machen. So. Das wird ein Spaß. Verdammt. Na gut. Und auf in die letzte Welle. Na? Hallo? Kopfschuss. Dankeschön. Das wollte ich haben. Und für dich auch. So. Das aktivieren, das aktivieren. Ich
Hier setzen wir eine Feuerwand hin. Die bringt natürlich gegen den Typen nichts, aber den wollen wir damit gar nicht aufhalten. Aber den wollen wir hier aufhalten. Oh. Ich wollte ihn eigentlich so aufhalten, dass er schön von der Schwungkeule noch erwischt wird. Oh. Und da kommt der nächste. Nein. Du bleibst hier. Du stirbst bitte auch mal schnell. Dankeschön. So, und den letzten gehen wir einmal hier durch. Hallo. Komm für den letzten. Dankeschön. Kopfschuss. Mit einem schönen Kopfschuss aufgehört. So. Wir sind schon wieder über der... Quatsch, wir haben ja Punkte verloren. Was? Ja, wir hätten noch 28 Sekunden gehabt, das ist nicht viel. Können uns keine Verbesserung leisten. Wir hatten ja beim letzten Mal nur 5 Schädel. Jetzt haben wir nochmal nur 4, also haben wir 9. Gucken wir mal, was das nächste Level für uns zu bieten hat. Und jetzt haben wir die Paladin-Wächter erst gekriegt. Wow. Das hat ja lange gedauert. Was sagt so. Der alte Mann immer? Massier meine Hühneraugen, Lehrling. Nein, leere meine Bettpfanne, Lehrling. Nein, das war's auch nicht. Oh Mann. Ja, gucken wir mal. Hier haben wir 2 kleine Brücken, die uns nur bedingt was bringen. Kann man hier drunter durchlaufen? Ja, kann man. Das heißt, wir können beruhigt hier nachher zubauen. Da die ja trotzdem noch einen Weg haben, um zum Spalt zu gelangen. Ich finde trotzdem, dass der Weg zum Spalt ein bisschen doof für Fallen ist. Vor allem für Bodenfallen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Barrikaden. Die Schwungkeule können wir hier, glaube ich, gar nicht einsetzen. Nee, können wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay. Das ist natürlich nicht so cool, aber naja. Können natürlich auch Paladin-Wächter jetzt einsetzen. Die werden wir auch einsetzen. Die haben wir zwar schon mal gesehen, aber egal. Und natürlich, wo ich sage, können Dingens nutzen, können Barrikaden nutzen, kommen die Sapeure. Die halt versuchen, Kampfmagier, also uns selber, unsere Wächter und vor allem Barrikaden in die Luft zu jagen. Was die zu echten Kotzkrücken macht. Ja. So. Bogenschützen, Paladinwächter, Barrikaden. Und dann mal für hier unten noch die Elektroschocker. Weil es kommen ja auch irgendwo Flieger her. Wo? Wahrscheinlich da oben, ja. Die Flieger fliegen jeweils auch. Ach, verdammt. Das heißt, wir können die Flieger noch nicht mal mit Barrikaden aufhalten. Natürlich nicht. Das heißt, hier setzen wir auch noch ein paar Bogenschützen hinter. Ich werde auch da oben noch ein paar Bogenschützen draufsetzen, die dann schon mal die Flieger ein bisschen aufhalten. Dafür ist dieser Vorsprung hier schließlich da. Und dann fangen wir mal an. Da wollen sie direkt raus. Da auch, okay. Das ist natürlich so semi-gut. Dann fangen wir hier mal an, Fallen zu platzieren. Ich muss sagen, ich finde die Musik hier irgendwie gerade ein bisschen verstörend in dem Level. Na gut, dann gucken wir mal. Sie brechen durch. So. Immer schön mit draufhalten natürlich. Wenn ich gerade irgendwie so gut wie gar nichts treffe. Aber dadurch, dass es hier so schön eng ist. Perfekt. Wunderschön. Können die hier schön durch die Flammenwand laufen und sterben. So, nochmal. Nö, kannst du nicht. So. Ich dekoriere ein wenig um. Wer will mehr fallen? Ich! Ich! So, brauchen wir mal eben kurz noch ein paar. Und da kommen die Sapeure. Die können wir ja glücklicherweise schnell sprengen. Wir halten ja nichts aus.
bester Kampfmagier aller Zeiten. So. So, dann werden wir gleich auf jeden Fall bei den Weberinnen mal vorbeigucken. Wir brauchen voraussichtlich alles von den Weberinnen des Stahls. Das wird ein bisschen was kosten, aber können wir uns jetzt gerade auch nicht leisten. Perfekt. Aber ich kann mal eben schon mal bei den Weberinnen des Stahls. Es gibt viel zu lernen. Lasst uns ihr wisst am besten, was ihr wollt. Weil Mehrung durch Tod ist gut. Und die werde ich, glaube ich, gleich einfach noch eins nach vorne setzen. Und da kommt Ogre. Gefällt uns das? Nein, natürlich nicht. Denn Ogre sind Kotzkrücken. Und die Armbrustschützen da hinten auch. So. So, Ogre Nummer 1 tot. Da kommt der zweite Ogre. Den behaken wir auch schön. So. Nein. Du kommst nicht nach. Geh weg. Dankeschön. Nee. Wer hat euch erlaubt, da durchzugehen? Haha. Gekonnt dazwischendurch. So, die wollte ich jetzt gerade alle mal eins weiter nach vorne setzen, damit wir da hinten wenigstens noch eine Falle dran setzen können. Das heißt, hier kommen die schon mal hin. So. Weberin des Stahls geben uns jetzt mal bitte den Schutz durch Wächter als erstes. Bis später, schätze ich mal. Ja, schätze du mal. Hier noch das. Und ich befürchte, dass jetzt Flieger kommen werden. Also, gucken wir mal. Ja, da kommen sie. Und da das natürlich auch alles. Der Orden wird den Feind vernichten, weil wir für die gute Sache kämpfen, Lehrling. Die Orks mögen zahllos sein, aber sie haben weder ein Ziel noch einen Anführer. Du hattest Unrecht, alter Mann. Jetzt haben sie einen Anführer. Also hast du es endlich erkannt. Die Orks gehören mir, Kind. Jeder einzelne von ihnen ist an mich gebunden. Okay, also scheinen die Orks mittlerweile einen Anführer gefunden zu haben. Ganz im Gegensatz zu dem, was unser Meister früher immer gesagt hat. Lass uns das nochmal machen. So, und unser Lehrling hat mich mal wieder unterbrochen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade erzählt habe, beziehungsweise erzählen wollte. Wollte ich was erzählen? Bestimmt. Das ist ein Let's Play, da erzählt man irgendwie dauernd was. Ich bin so klug und gut aussehend. Ja gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, du. Also das mit dem gut aussehend, ja, hab schon bessere gesehen. So, dann hauen wir mal den hier weg. Und kümmern uns primär wieder um die Flieger, weil die sind so ziemlich das, was unsere Bogenschützen angreifen können. Was demnach nicht so cool ist. So. Hallo. Wollt der sich von hinten anschleichen? So ein Schurke. Nee, Schurken wären unsichtbar gewesen dabei. Na komm. Kommt hier eh nicht durch. Das ist euer Todeskeller hier. Wobei Keller ist auch wahrscheinlich die falsche. Ihr werdet zurückkommen. Natürlich werde ich zurückkommen. So, da werde ich auch gleich in den Gang noch ein paar Paladine reinstellen. Einfach damit wir die auch verwendet haben, weil. Ein Leben ohne Paladine ist ein Leben ohne Paladine. Nee, aber die halten die Orks dann schön in den Fallen auf, kloppen sich mit denen und vor allem können die Fallen dann eventuell sogar mehrfach angreifen. Na kommt, stirbt. Ich sollte mal kurz hier runtergehen. Hallo. Guck mal, kommt mal hier durch. Ach, da läuft noch, da fliegt noch einer. Jetzt nicht mehr. Aber wenn, dann ist die Leber jetzt gut gekocht, du. Noch ein Flieger. Scheinbar wollten wir unsere Bogenschützen nicht angreifen. Finde ich jetzt persönlich aber gerade gar nicht schlecht. Ist das alles?
Ja, das ist soweit alles. Haben wir volles Geld dafür ausgegeben. Und ich würde sagen... Ja, jetzt haben wir auch mal 12 Wellen. Sehen wir das auch mal. Na gut, dann auf in die Schlacht. Und natürlich kommen wieder Armbrustschützen. Halt mal die doch mal da auf. So. Oh, 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 oh. Komm her. So. Der Vorteil von denen ist natürlich auch, die sprengen sich auch gegenseitig in die Luft. Und auch die Orks um sie herum und alles. Also es gibt für die Orks gibt's hier Friendly Fire. Was das Leben für uns sehr angenehm macht. Und jetzt möchte ich gleich mal bitte... Oh Gott, Feuerogre. Die möchte ich nicht haben. Naja, den kann ich aber zumindest direkt hier reinlocken. Er wird zum Glück nicht durch Feuer geheilt, also... Feuer macht ihm einfach nur nicht so viel Schaden. Das heißt, unsere Bogenschützen sind nicht mehr so gut gegen ihn. Aber der stirbt ja relativ schnell wieder. Und für euch haben wir das hier. Haha. Und jetzt können wir hier einen Paladin einsetzen. Weil ihr es könnt. Aber ich kann ihn nicht auf den Fallen direkt platzieren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich kann sie hier hinsetzen. Jetzt kann ich die doch eigentlich auch ein bisschen da lang. Komm. Ja, stell dich da schön drauf. Genau. Du gehst jetzt hier zu deinem Kumpel. Nein. So, dann schön. So, das Ganze kommt jetzt natürlich auch auf der anderen Seite nochmal. Das war gekonnt. Hallo. Oh Gott. Hier mal ein bisschen die Flieger aufhalten, wenn ich sie treffen würde. So, du kommst mit mir genau hier rein. So, er ist betäubt. Komm, Angriff. Los. Sehr schön. Und ihr seht schon, genau das sollen unsere Paladine machen. Die Paladine regenerieren sich auch, halt auch, dadurch, dass wir das gekauft haben. Und, ey, du kommst hier nicht durch, Junge. Nö, 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 das gibt nicht so. Ey. Ey, jetzt bleibt da drauf stehen, ihr Vögel. Also, naja, Vögel sind es keine, aber... Nein, ihr steht nicht zu nah an den Elfen. Keine Sorge. Kann man jetzt natürlich wieder sagen, alles Vorurteile hier. Elfen mit Bögen. Haben wir auch schon mal alles irgendwo gesehen. Das ist im Weg, ja. Warum kann ich denn jetzt... Hä? Auf der anderen Seite geht's, aber hier nicht. Moment, gucken wir mal. Geht das jetzt? Nö. Hm. Merkwürdig. Na gut, solltet ihr auch nur hier erstmal verlangsamen, weil auf die andere Seite wollen sie ja nicht. Na, von der anderen Seite gehen sie ja nicht durch. So, noch mehr Orks. Dreckige Ochse. Wie Gollum schon sagte. So. Jetzt. Oh, was er tut. Ja, die hätte ich ein bisschen sinnvoller platzieren können, aber. Die verlischt ja jetzt eh. Also. Und ein Ogre. Gucken wir uns um den mal direkt. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Aha. So. Hier greift ihr mal bitte an. Warum auch immer, aber wurdet ihr gerade paralysiert, beziehungsweise verwirrt, gestunt, was auch immer. So macht man das. So, was ich jetzt mal gerade tue, hier noch, dabei. Ja. Nein. Ich wollte die eigentlich verkauft haben, aber gut. Da oben mal dicken Dingens dran. Wow. Geh weg. Ja, für den Fall, dass noch ein paar Flieger mehr durchkommen,
Werde ich gleich auch auf der anderen Seite mal machen. Hey, komm, her. Dankeschön. Aber die scheinen die Saboteure, wie auch immer. Die Pioniere werden sie, glaube ich, auch öfters mal genannt im Spiel. Gehen primär auf uns und nicht auf die Barrikaden. Das finde ich sehr angenehm. Gibt uns Zeit. So. Gucken wir mal. Auch hier oben setzen wir die dran. So, fehlt uns noch, dass da eine Uhr jetzt mal drauf geht hier. Autsch. Ach, es sind sogar beide Uhr noch am Leben. Sehr gut. Hallo. Dankeschön. Hier noch die beiden hin. Und wir sind schon wieder in der letzten Welle, sehe ich gerade. Sehr angenehm. So, dann kann ich eben noch schnell einen Bogenschützen hier platzieren. Der dann noch ein bisschen Party mitmacht. Und hier gehen wir jetzt mal hin, warten auf die Orks und Ogre und verbrennen sie ganz einfach. Sollen wir mal auf die Minimap gucken, nicht, dass da irgendwo noch Flieger sich durchwagen. Aber die werden ja alle größtenteils direkt gebrutzelt. Ja, sehr gut. Dass die Paladine dann nur so doof rumstehen, ist natürlich jetzt so semi-gut, aber sie halten die Ogre halt auch auf. Und zwar ziemlich gut. Es ist zwar jetzt leider einer gestorben, aber ganz ehrlich, das ist sowas von egal. So. Jetzt sind nur noch die beiden Feuer-Ogre da. Und auch die kriegen auch einen Sack. Und es ist keiner durchgekommen. Perfekt. Die Folge wird zwar wieder ein bisschen länger, aber egal. Fertig. Gucken, ob wir wenigstens mal wieder die 5-Sterne-Bewertung hier kriegen. Ist ja langsam echt frustrierend. Jawohl. Jetzt können wir mal gucken. Verbesserungen kaufen. Was hatten wir gesagt? Die würden weniger kosten. Das ist sehr viel wert. Schwungkeule muss nicht mehr... dann schwingt die wahrscheinlich wirklich konstant nur noch, statt dass sie mal kurz hängen bleibt. Was hatten wir noch gesagt? Genau, die wollten wir eigentlich erstmal verbessern. Ja. Würde ich sagen, sparen wir da erstmal noch drauf. Die 2 Schädel kriegen wir im nächsten Level. Beziehungsweise in der nächsten Folge auf dem Schlachtfeld werden wir sie uns verdienen. Und ich hoffe, es hat euch dann wieder gefallen. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bei Orcs Must Die. Ciao.